So, und ich muss noch einmal ein Thema ansprechen, nämlich das Wiedersehen vom Sommerhaus der Stars. Da hat ja das Sommerhaus gepostet, dass es ja komplett klar ist, dass wir vom Wiedersehen ausgeschlossen sind, auch Gigi und so. Muss ich einfach mal kurz dementieren, denn vor Ort haben die Produktionsleiter was ganz anderes gesagt. Natürlich kommt ihr zur Wiedersehensshow, ihr habt ja nichts gemacht. Wir müssen euch jetzt leider nur rausnehmen, weil wir haben keine andere Wahl. Sonst muss die ganze Sendung abgesetzt werden. Und ich habe ja nochmal schwarz auf weiß vom Produktionsleiter, den wir halt natürlich angezeigt haben, wegen der vermutlichen Tatverschleierung und der vermutlichen, unserer Meinung nach, falschen Zeugenaussage, die dazu beigefügt hat, dass der Fall eingestellt wurde, jetzt aber wieder aufgenommen wurde, die Bestätigung, ne? Also dass wir halt auch eingeladen werden. Und es hat uns ja auch mehrfach, wurde es uns am Telefon versichert, dass wir natürlich kommen, weil wir haben natürlich nichts gemacht. Ja, ne? Aber Chatverläufe in Deutschland posten ist strafbar, deswegen. Aber nur noch mal hier eine kleinere Information, die Wahrheit. Naja, aber einige malen sich die Welt zurecht, wie es ihnen gefällt. Sehr, sehr witzig, aber ich bin schlussendlich froh, dass dieser ganze Scheiß vorbei ist, um ehrlich zu sein, weil ich habe da noch nie so eine Fake-Show in meiner ganzen TV-Laufbahn. Traurig. Hätte echt ein cooles Ding werden können, aber ich habe auch, muss ich echt sagen, keine einzige Folge danach weitergeschaut. Ihr sagt mir das auch, dass es komplett Flop ist. Ich glaube, die Einschaltquoten sind auch runtergegangen. Also wer sich jetzt mittlerweile, ich habe einen Ausschnitt gesehen, wenn die sich da ausdenken müssen, dass sie sich Liebesbriefe da schreiben müssen, ja, da fängt es ja dann schon an, kritisch, 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 aber uns rauswerfen den Kandidaten, aber so ein Verhalten, was die da alles noch führen, ist natürlich komplett in Ordnung. Deswegen so ein Fake kaufen und ausbuhen haben sie uns ja auch, will ich auch gar nicht mehr wiedersehen, muss ich auch nicht, wäre auch nicht gut für die.